Hallo an alle, die jetzt schon dabei sind. Ja, herzlich willkommen zu dem Webinar zum Thema Freiwilligendienst im Ausland von den Freunden der Erziehungskunst. Also, ich bin Julia Kraft und arbeite hier im Büro der Freunde im Matching-Team, also in der Beratung von den Bewerbern, dass sie die passende Stelle finden für einen Freiwilligendienst im Ausland. Bei uns sind heute noch die Elisa und die Natalie. Als erstes sage ich euch etwas über die Freunde der Erziehungskunst, wer wir so sind, was wir so machen und was wir an Programmen anbieten. Und dann gibt es eben den ersten Bericht von der Elisa. Dann erzähle ich nochmal was darüber, wie man sich eigentlich genau bei uns bewirbt und wie das Ganze abläuft, bis man dann seine Einsatzstelle hoffentlich findet. Und dann erzählt die Nathalie, ja, also wir, die Freunde der Erziehungskunst, Rudolf Steiners, gibt es schon ziemlich lange uns als Verein. Also in den 1970er Jahren wurden wir in Stuttgart gegründet, damals noch Weltschulverein genannt. Inzwischen haben wir zwei Standorte hier, also zwei Büros, eins in Berlin, was darum kümmert, Spenden zu sammeln für die Einrichtungen im Bereich Waldorf und Anthroposophie weltweit. Und hier in Karlsruhe vermitteln wir Freiwilligendienste, und zwar in Deutschland und im Ausland. Ja, zu unserer Größe als Verein. Also wir sind aktuell knapp 100 Mitarbeiter insgesamt in Berlin und Karlsruhe und entsenden oder begleiten ungefähr 1700 Freiwillige pro Jahr, wobei 700 davon ungefähr ihren Dienst im Ausland machen. Also wie man sehen kann, wir haben sehr viel Erfahrung in dem Bereich und genau, machen das schon ganz lange. Was auch noch zu erwähnen ist, als ein wichtiger Bereich hier in Karlsruhe, eben ist die Notfallpädagogik. Die Notfallpädagogik kümmert sich eben um Kinder und Jugendlichen in Krisengebieten und führt dort Maßnahmen auf Grundlage der Waldorfpädagogik durch. Und da arbeiten ausgebildete Pädagogen. Das ist kein Freiwilligendienstbereich, aber ja, auch ein wichtiger Arbeitsbereich. Ja, und dann gibt es eben die Abteilung Freiwilligendienste. Die gibt es seit 1993. In der ganzen Zeit seitdem haben wir über 20.000 Freiwillige eben im In- und Ausland begleitet, in mehr als 60 Ländern in der ganzen Welt. Das heißt, ihr habt also eine große Auswahl bei uns auf jeden Fall. Wir sind jetzt nicht auf einzelne Kontinente oder Länder spezialisiert. Das unterscheidet uns vielleicht auch noch von vielen anderen Trägern. Im Ausland gibt es eben verschiedene Programme. Dazu sage ich auch später noch mehr. Wir haben auch das Incoming-Programm. Da geht es dann um Freiwillige, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, und den Bereich ehemaligen Arbeit, wo eben geschaut wird, wie können wir die ehemaligen Freiwilligen auch daran unterstützen und dass sie sich weiter engagieren können in Deutschland, sei es im Bereich Bildung zur Nachhaltigkeit, irgendwie globale Entwicklung oder einfach andere für soziale Engagement begeistern durch ihre Berichte, wie jetzt eben zum Beispiel heute Elisa und Nathalie das machen. Dann möchte ich gerade gerne unsere Arbeitsbereiche vorstellen, in welchen Bereichen man bei uns sich einbringen kann. Da gibt es einmal den großen Bereich Heilpädagogik, Sozialtherapie und Altenpflege. Es sind eigentlich mehrere Bereiche. Heilpädagogik ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen oder auch körperlichen oder geistigen Behinderungen. Da gibt es viele Einsatzstellen, zum Beispiel auf den britischen Inseln, aber auch in Frankreich, Belgien, afrikanischen Ländern, Indien, genau, ganz verschiedene Länder. Und der Bereich Sozialtherapie ist im Prinzip ja die gleiche Art der Tätigkeit, aber mit erwachsenen Menschen mit Behinderung. Da war zum Beispiel Natalie, die uns da von ihrer Zeit und ihrer Erfahrung in einem Campbell in den USA berichten wird. Ja, dann natürlich der Bereich Waldorfschulen, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung. Da unterstützt man als Freiwilliger dann einfach die Erzieher und Lehrer in ihren Aufgaben. Das hängt so ganz von der Einsatzstelle und dem Land ab, inwiefern man da wie viel Verantwortung auch übernimmt. Ja, aber vielleicht auf jeden Fall das Interessanteste so für Menschen, die überlegen, mal in den Arbeitsbereich dann auch zu gehen später als Erzieher oder Lehrer. Da kann man dann schon mal ganz intensiv reinschnuppern. Ja, und Sozialarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, dieser Bereich bezieht sich eben auf Stellen im globalen Süden,
wo man eben mit marginalisierter Bevölkerung, also wirklich in Sozialprojekten arbeitet und dann frei entwickeln kann, was den Kindern und Jugendlichen Spaß macht. Ja, es geht da einfach darum, dass sie eine gute Beschäftigung haben nach der Schule dann und nicht in ihrem schwierigen Verhältnis ohne kreative Anregung bleiben. Das gibt es also entsprechend Stellen in Lateinamerika, afrikanischen Ländern, Indien, Südostasien oder auch hier Kaukasus, beziehungsweise da sind es dann eher Schulen, die wir haben. Ja, und biologisch-dynamische Landwirtschaft, nicht zuletzt, ist zwar auch im Bereich Sozialtherapie oft dabei, aber einzelne Stellen haben wir auch, wo man rein in der Landwirtschaft tätig ist. Ja, also wenn man zum Beispiel sich für Umweltschutz interessiert und Arbeit mit Tieren, dann ist das auch ein interessanter Arbeitsbereich. Ja, dann sage ich noch was zu den einzelnen Programmen. Ihr seht hier die Programme, die wir anbieten, nennt sich eben ESK, IJFD und Weltwärts. Also ESK oder EFD, das sind verschiedene Abkürzungen für das gleiche Programm. Das Alter ist auf jeden Fall Mindestalter immer 18 und je nach Programm halt maximal 31 Jahre. Je nachdem ist es halt in verschiedenen Ländern möglich. Der ESK eben nur in der EU und Russland und ansonsten weltwärts bezieht sich auf den globalen Süden. Und IJFD ist generell überall möglich, gibt es aber vor allen Dingen dann auch sehr viele Stellen so im globalen Norden, Europa, USA, Israel. Genau. Und was bei allen Stellen gleich ist, ist, dass wir auf jeden Fall 100 € Taschengeld monatlich garantieren. Und in einzelnen Stellen ist es mehr, weil die einfach freiwillig noch eine höhere Summe dazu zahlen, zum Beispiel in Großbritannien oder der Schweiz, weil in den Ländern das Leben natürlich auch einfach recht teuer ist. Ja, dann gibt es verpflichtende Seminare, ein Seminar vor und eins nach dem Dienst. Das Vorbereitungsseminar dauert 10 Tage, das Rückkehrseminar 5 Tage bei uns. Und je nach Programm hat man eben auch noch ein Zwischenseminar nach der Hälfte der Zeit. Das jetzt erstmal zu unseren Programmen. Was ich noch zu den finanziellen Leistungen sagen wollte, was jetzt hier nicht auf der Folie ist, dass wir die internationalen Reisekosten auf jeden Fall übernehmen, die Unterkunft und Verpflegung, das monatliche Taschengeld, wie erwähnt, die Auslandskrankenhaftpflicht und Unfallversicherung läuft über uns. Das Kindergeld wird weitergezahlt, weil es eben staatlich anerkannter Freiwilligendienst ist. Ja, und was eine Neuigkeit ist in Bezug auf dieses Jahr, wenn die Ausreise sich verzögert und wir vielleicht nicht im September oder Oktober schon entsenden können, dann gilt für die Freiwilligen trotzdem der Termin, der im Vertrag festgehalten wurde, als Datum des Dienstbeginns. Der Dienst wird dann für die gesamte Zeit anerkannt, auch wenn man noch nicht ausreisen kann. Dass man auf jeden Fall trotzdem 12 Monate Dienstzeit hat, auch wenn man so lange dann bis zur Ausreise ins jeweilige Land noch in Deutschland was macht, irgendeine Tätigkeit im sozialen Bereich, wo wir dann auch Stellen vermitteln können und die Dienstzeit wird komplett anerkannt, auch wenn man erst später ausreist. Das vielleicht noch, um da etwaige Sorgen schon mal vorwegzunehmen. Und jetzt würde ich gerne einfach schon zur praktischen Erfahrung kommen und die Elisa einladen, von ihrem Jahr zu berichten. Das Interesse für ein FSJ und besonders für die Freunde kam, weil mein Bruder ein FSJ in China gemacht hatte. Und da war ich so begeistert, weil wir ihn besucht hatten. Und deswegen, genau, bin ich bei den Freunden gelandet, obwohl ich selber jetzt nicht auf einer Waldorfschule war. Ich erzähle euch erstmal was von meiner Motivation, dann die Zeit vor meinem FSJ, während dem FSJ, welche Aufgaben ich so übernehmen durfte, konnte, was so Herausforderungen waren, was besondere Highlights waren und Lowlights, wo ich gewohnt habe, was ich so in meiner Freizeit gemacht habe und dann nach, wie die Zeit für mich dann so war oder jetzt noch auch bei den Freunden. Ja, also ich habe ein FSJ in Costa Rica gemacht und ich hatte mich dann nach meinem Abitur dann letztendlich bei den Freunden beworben und war eigentlich sehr offen, wohin es gehen soll. Für mich war es nur klar, dass ich gerne nach Lateinamerika möchte, weil ich Spanisch im Abi hatte. Genau, dann hatte ich mich beworben, hatte verschiedene Länder angegeben und dann hat das letztendlich in Costa Rica geklappt, aufgrund meiner Motivation, dass ihr da ja auch angeben könnt, ne, wo sind eure Interessen, dass es das von beiden Seiten her dann auch passt. Dann ging es los mit dem Orientierungsseminar und da war für mich auch schon Highlight und genau einfach schon so diese Freunde-Atmosphäre zu schnuppern, weil es einfach sehr familiär ist
und man sich selber sehr gewertschätzt fühlt und geguckt wird, okay, wo liegen deine Stärken, wo könnte das von der Einsatzstelle passen? Und da, ich habe mich immer super gut betreut gefühlt. Genau, und dann ging es los mit den Spenden sammeln, Visum und alles. Das hat dann auch durch die Betreuung super geklappt und ich habe mich mit der anderen Freiwilligen dann zusammengetan, haben wir Kekse verkauft, alles Mögliche. Also da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, das klappt letztendlich immer alles gut. Dann ging es nach Costa Rica und es ging an eine Waldorfschule, an eine Grundschule und an einen Kindergarten. Und da habe ich hauptsächlich mit meinem anderen Freiwilligen im Kindergarten gearbeitet und habe da von Anfang an eigentlich sehr viel Verantwortung bekommen, was ich persönlich super fand, weil ich selber auch in die Richtung gehen wollte und jetzt letztendlich auch Lehramt studiere mit den Fächern Sport und Spanisch. Genau die Sachen, die ich dann letztendlich auch in Costa Rica gemacht habe. Also ich habe vormittags im Kindergarten gearbeitet und habe da so kleine Morgenkreise auf Deutsch gemacht, nachmittags dann Deutschunterricht in der Grundschule gegeben mit meinem Freiwilligen. Wurde da aber auch gefragt, hätte ich da jetzt gesagt, das wäre mir zu viel, hätte ich auch öfters mal in der Küche ausgeholfen und habe dann nachmittags so eine kleine AGs, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, irgendwie eine Tanzgruppe geleitet und eine kleine Yoga-Gruppe. Die waren ganz, also das war eine Gruppe irgendwie von 5, 6 Kindern, aber das war super, weil ich einfach super, also sehr ins kalte Wasser geschmissen wurde und mich einfach mal ausprobieren durfte. So viel zu meiner Arbeitsstelle. Das hat auch sehr viel Zeit bei mir eingenommen, weil wir teilweise noch durch das Meeting bis 4, 5 in der Schule waren und in der Zeit im Frühjahr, dass Costa Rica dann um 6 schon dunkel wurde. Deswegen war in der Anfangszeit war der Fokus für mich dann in der Schule. Abends bin ich dann zu meiner Gastfamilie, also ich habe in der Gastfamilie gewohnt. Die Mama war aus Costa Rica, der Papa aus Argentinien und ich hatte eine kleine Gastschwester. Was für mich super war, weil ich dann direkt auch einfach sehr tiefe Einblicke in das Leben in Costa Rica bekommen konnte und wir nur auf Spanisch gesprochen haben. Was letztendlich auch eine Herausforderung war. Also es sind immer diese Highlights, die jetzt sehr positiv waren. Klar, von der Sprache her war es am Anfang auch, dass ich nach 9 gesagt habe, du, ich kann euch nicht mehr verstehen. Ich bin so müde. Ich bin jetzt raus, jetzt ins Bett. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Genau. Dann in meiner Freizeit irgendwann, als ich das alles so eingependelt habe, war ich relativ nah am Strand, dann mit meinem Mitfreiwilligen da gesurft oder war dann beim Tanzen, irgendwann dann auch in der Fußballgruppe, Mädelsfußballgruppe. Also da zeigt sich, dass viele Freunde in Kolumbien, das war super, oder in Argentinien, Buenos Aires, die hatten dann auch sehr schnell einheimische Freunde und waren dann da irgendwie beim Taekwondo oder beim Salsa. Ich war jetzt sehr in der Natur, aber gerade in den Städten ist es super einheimische, also einfach Freunde, Leute in deinem Alter kennenzulernen und dann da irgendwie gemeinsam Sport, Musik, alles Mögliche zu machen nach der Schule. Oder durch deine Einsatzstelle lernst du wahrscheinlich dann auch super viele kennen. Oder selbst die Eltern, die laden dich dann oft auch zum Essen ein oder fahren dann da übers Wochenende weg und können dich da mitnehmen. Da freuen die sich auch immer riesig. Freizeitmäßig sonst hatten wir dann Zwischenseminar auch. Ich jetzt in Kolumbien, was wunderschön war. Also weil man einfach mit den anderen Mitfreiwilligen sich sehr ans Herz wächst und währenddessen auch sich austauscht, war super schön, alle dann zu sehen. Und währenddessen bei uns ist auch noch so war, dass jemand von den Freunden rumgereist ist und dich auch besucht hat in der Einsatzstelle, ob alles so in Ordnung ist. Und da war es schön, die Teamer zu sehen und einfach eine ganz schöne 10 Tage zu haben, um alles zu reflektieren. Und sonst habe ich meinen Bruder noch in Ecuador besucht und war am Ende den letzten Monat hatte ich frei und konnte dann ein bisschen nach Nicaragua reisen. Nach Panama runter. Das war sehr cool, sehr, sehr schön. Und letztendlich nach dem Jahr oder bis jetzt würde ich sagen, dass es die erfahrungsreichste oder schönste Zeit war bis jetzt, intensivste, die mich am meisten geprägt hat. Deswegen hatte ich mir auch versprochen, es so vielen wie möglich ist, dann auch als Lehrerin ans Herz zu legen, weil du einfach so viel erlebst, so viel über dich erlebst, so auch mal an deine Grenzen kommst, aber dadurch am meisten wächst. Ich freue mich immer mal wieder, wenn bei den Freunden was ist, auch wenn ich durch die Uni jetzt nicht ganz so viel Zeit habe, aber dass die Freunde der Erziehungskunst für mich einfach da das ermöglicht haben und da bin ich ihnen sehr, sehr, sehr dankbar. War in Costa Rica jetzt auch noch mal vor 2 Jahren da, die Schule noch mal besucht und war jetzt die letzten 5 Monate in Indien, was ich natürlich auch spannend finde und es jedem ans Herz legen würde, wenn man da so einen kleinen Flavor für hat. Da gibt es auch ganz tolle Projekte. Und sonst jegliche Fragen, die ihr habt oder Sorgen, könnt ihr währenddessen auch immer die Freunde anrufen oder denen schreiben. Also da war bei uns, egal was, immer
wurde uns direkt zurückgeschrieben oder angerufen. Ja, und besonders die Seminare, die waren wirklich vor, während und nachher einfach super genial, da abends Musik gemeinsam zu machen und die ganzen Themen. Riesenhighlight. Gut, das wäre es von meiner Seite. Auf jeden Fall ein lebendiger Eindruck und deine Begeisterung kommt einfach super rüber, jedes Mal, wenn du berichtest. Obwohl schon ein paar Jahre her ist. Ne? Genau, ja. 2015 war es, das habe ich vergessen zu sagen. Dann erzähle ich jetzt mal was zum Ablauf der Bewerbung. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal auf unserer Homepage diese Weltkarte gesehen. Da sieht man immer relativ aktuell, welche Plätze jetzt für die jeweilige Saison, die man hier auswählen kann, noch verfügbar sind. Und die gelben Fähnchen heißen, dass diese Plätze noch verfügbar sind. Die roten sind einfach die Einsatzstellen insgesamt. Über die Weltkarte kann man sich die Einsatzstellen ansehen und Kurzbeschreibungen durchlesen und dann auch dort drüber auf unser Bewerbungsformular kommen oder über den Link Freiwilligen weltweit bewerben. Da gelangt man dann auf unser Bewerbungsformular, was einfach erstmal das Formular ist, um mit ein paar Motivationsfragen und Lebenslauf auf Deutsch und Englisch und ein Foto, worüber du dich bei uns allgemein bewirbst als Träger. Und der zweite Schritt ist dann die Bewerbung bei deiner jeweiligen Wunschstelle. Also wenn man dann dieses Formular ausgefüllt hat, dann bekommt man per E-Mail die sogenannte Trägerzusage. Das heißt die Zusage, dass wir die Trägerschaft für dich als Freiwillige übernehmen, dich gerne vermitteln möchten. Und mit deiner E-Mail als Benutzername kannst du dich dann auf der Startseite unseres Bewerbungsportals einloggen, nachdem du dir ein Passwort angefordert hast. Kannst du dich dann in deinen eigenen Account einloggen. Über den läuft dann alles weitere bis zur Einsatzstellenzusage. Und das sieht dann im Bewerbungsportal so aus. Da hat man am Anfang eine Übersicht. Als allererstes geht es natürlich gerne im Gespräch mit uns, in der telefonischen Beratung oder sonst auch so einfach durch eigenes Durchforsten der Einsatzstellenbeschreibungen zur Auswahl der Einsatzstellen. Da kann man dann nach Kontinent oder nach Sprache oder nach Anfangsbuchstabe des Ländernamens sortieren und sich Einsatzstellen anschauen. Die sind sehr detailliert beschrieben, also von den Aufgaben über die Freizeitmöglichkeiten, über Unterkunft und so weiter. Die einen besonders interessieren, stellt man dann erstmal in seine Favoritenliste. Und wenn man sich dann eben entschieden hat, kann man sich bei 1 bis 2 Stellen gleichzeitig bewerben. Dafür stellt man die eben dann auf seine Bewerbungsliste. Das ist eigentlich alles selbsterklärend im Portal. Und da muss man noch ein Motivationsschreiben verfassen für die einzelne Stelle, ein kleines Motivationsschreiben. Da ist vielleicht manchmal Unsicherheit vorhanden, was soll denn da reinkommen? 2 wichtige Punkte. Was macht mich als Bewerberin aus? Also was habe ich schon für Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich mitbringe aus den Tätigkeiten, die ich sei es in der Schule oder außerhalb der Schule schon gemacht habe. Kenntnisse wie Fremdsprachen, Instrumentalkenntnis, Handwerkliches oder einfach Interessen, die irgendwie einen Bezug zur jeweiligen Stelle haben, wo du dich bewerben möchtest. Und warum genau dieses Projekt, wäre dann der zweite Punkt. Warum bewerbe ich mich dafür? Was ist das, was mich da anspricht oder warum denke ich, dass ich da gut hinpasse? Und das ist dann eben ausschlaggebend auch mit dem Lebenslauf und allem um das Interesse bei der Einsatzstelle. Und dann wird es innerhalb weniger Tage oder manchmal auch mehrere Wochen entschieden, ob man denn dann die Zusage kriegt. Und wenn man eine Absage bekommen sollte, dann kann man sich auch noch weiter bewerben bei der nächsten Einsatzstelle. Gerne eben wieder in Beratung gehen mit uns. Wie ist denn die Finanzierung des Ganzen? Hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, was wir übernehmen. Dazu, dass wir das Ganze übernehmen können als Träger, hilft halt die öffentliche Förderung. Je nach Programm ist es ein anderes Ministerium oder eben auch die EU. Aber diese Fördermittel decken halt nicht die gesamten Kosten ab, sondern nur maximal 75%. Und der Rest muss über Spenden von uns eingeworben werden als Eigenmittel. Und da haben wir so Richtwerte festgelegt, je nachdem, wie weit man weg möchte, weil da eben dann entsprechend höhere Reisekosten auch vor allen Dingen entstehen. Zu den Fragen, wer unterstützt mich denn? Fragt euch vielleicht, was kann ich denn auch den Spendern als Gegenleistung anbieten? Und bis wann habe ich Zeit? Erfahrungsgemäß sind es letztlich dann doch vor allen Dingen die eigenen Verwandten, die am meisten spenden. Und daher ist es am erfolgsversprechendsten, wenn man da auch von den Eltern, Großeltern etc. Unterstützung hat finanziell. Ja, man hat halt bis zur Ausreise auf jeden Fall Zeit, um die Spenden zusammenzubekommen. Das erstmal dazu. Von daher, Nathalie, schieß los.
Also hallo nochmal an alle, ich bin Nathalie. Ich war 2016, 2017 in den USA, in Great Barrington, Massachusetts. Ja, ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, was ich so gemacht habe, wie das so war. Fangen einfach mal an. Ich kann mich zuallererst der Lisa anschließen, dass ich die Freunde als Organisation total cool fand. Zu jedem Zeitpunkt habe ich mich auch immer gut betreut gefühlt, vorher, währenddessen und nachher. Wie bin ich eigentlich auf diesen Freiwilligendienst gekommen? Also nach dem Abitur wollte ich halt nicht gleich losstudieren. Ich wusste noch gar nicht, was ich studieren will. Und ich wollte auch gerne die Zeit nutzen und mal raus ins Ausland, mal was Neues sehen und kennenlernen, anderes Land, andere Bräuche. Und meine Schwester, also ich habe eine Zwillingsschwester, die hat parallel immer schon geguckt und die ist dann auf die Freunde gestoßen und hat mich da angesteckt. Und dann haben wir halt nach Projekten geguckt und uns ein paar rausgesucht und uns beworben und sind dann da so reingerutscht. Es war für uns ein cooles und wichtiges Kriterium, dass wir nicht aus der eigenen Tasche unbedingt, sondern halt durch Förderer Geld auch bekommen können. Und das haben wir genutzt und haben auch über Flyer und so weiter ganz viel Werbung gemacht praktisch und am Ende auch gut Spenden zusammenbekommen. Ich habe mich dann für verschiedene Stellen beworben. Innerhalb von kürzester Zeit kam von dem Vienna-Haus die Rückmeldung und die meinten, hey, wir finden dich cool, wollen wir mal skypen? Das haben wir gemacht und ich hatte ein Skype-Gespräch mit der Chefin und mit den damaligen Freiwilligen und die haben mir alles erzählt und dann meinten, ja, du kannst gerne herkommen und dann war das Sach zum Siegel und ich habe mich voll gefreut, dass es so schnell ging und ich einfach auch eine coole, sichere Einsatzstelle dann hatte. Also auf den Bildern seht ihr das Lienderhaus, die Häuser, das kann man sich praktisch als Gemeinschaft mit mehreren Häusern und Hauseltern vorstellen. Das waren die Häuser, die dazugehörten, tatsächlich zwei. Nämlich im gelben Haus hat die Chefin selbst mit zwei erwachsenen Menschen mit Behinderung und ihren Kindern teilweise und einem Hund gewohnt. Und in dem anderen Haus hier zwei Freiwilligen und nochmal drei erwachsene Männer mit Behinderung. Ich habe vorher noch nicht so eine Arbeit ausgeführt, also ich habe vielleicht mal ein Praktikum gemacht und es war am Anfang durchaus eine Herausforderung, aber wie das so ist, meistert man Herausforderungen ja auch. Great Barrington, so hieß der Ort ja, damit ihr euch das geografisch vorstellen könnt, ist 2,5 Stunden von New York und Boston entfernt, also eigentlich ein echt cooler Standort und eine super süße kleine Stadt mitten in einem Urlaubsgebiet. Auf dem Bild mit den Flaggen, das ist unser Haus gewesen. Also das eine komische Bild mit den Hühnchen-Outfits, das war zu Halloween. Da hatten wir eine Party gehabt. Und unten in der Ecke, das waren wir Freiwilligen. Und das Coole war, wir haben uns alle schon beim Vorbereitungsseminar kennengelernt und sind dann zusammen in die USA geflogen. Wir haben immer noch Kontakt tatsächlich. Darf ich da kurz einhaken? Das ist ja auch ganz typisch, dass eben so viele Freiwillige bei diesen sozialtherapeutischen Einrichtungen sind und dass man sich auf dem Vorbereitungsseminar kennenlernt, wenn man ins gleiche Land geht. Genau, das war auch echt ganz cool. Da waren ne, viele Einrichtungen, auch Campels in der Nähe. Wir haben uns ein bisschen unterschieden von Campels. Wir waren eher Lebensgemeinschaften. Jedes Haus hat für sich gelebt, aber wir haben uns alle schon auf Events getroffen und wir waren sehr viele Freiwillige und relativ viele aus Deutschland. Da kann ich nur einen Tipp an die Hand geben, wenn viele Deutsche dabei sind und man sein Englisch verbessern will, sollte man Englisch sprechen, kein Deutsch. Das war so mein kleiner Fehler, das würde ich heute anders machen. So, ich möchte euch natürlich von der Arbeit auch erzählen. Ein ganz normaler Alltag. Also es sah so aus, meine Woche, dass ich 6 Tage die Woche arbeiten musste, also fast 6 Tage. Wir hatten 1 bis 2 Tage frei. Das kam einem aber kaum wie Arbeit vor, weil es ist ja praktisch Leben. Und dann haben wir einfach auch zusammen mal eine Pause gemacht, haben was gegessen und so. Also es ist einfach ein gemeinsames Leben, was man teilt. Es fühlt sich nicht unbedingt an wie harte Arbeit. Also nachdem wir morgens 2 unserer Hauptbetreuten, die wirklich viel Hilfe brauchten, fertig gemacht haben, sind wir zu Unterrichtsstunden von Singen bis Kunst bis Tanzen und Jonglieren. Da haben wir praktisch mit unseren Betreuten dran teilgenommen und denen geholfen.
Danach gab es eine Mittagspause und danach sind wir dann wieder mit den Betreuten zur Arbeit. Und ihr seht auch, also wir waren auch teilweise beim Reiterhof. Ich habe da mal mitgeholfen und habe dann auch umsonst eine Reitstunde bekommen. Das war ganz cool. Wir sind in unserer Freizeit auch gerne Fahrrad gefahren. Ja, und dann haben wir halt mit den anderen Häusern uns immer mal getroffen, was Schönes gemacht. Wir mussten auch kochen. Bin mit wenig Kochfähigkeiten hingegangen, aber mit umso mehr zurück. So, wir hatten natürlich auch Freizeit und Urlaub und nicht nur privaten Urlaub, sondern Urlaub mit allen, mit den Häusern. Das war auch richtig cool. Wir waren campen, wir waren von dem einen Betreuten, die Familie hat in Boston gewohnt und die haben uns mehrmals eingeladen, also waren wir mehrmals in Boston und haben irgendwie, waren bei einem Hockeyspiel und so und am Strand. Das waren immer schöne Zeiten, generell noch zur Freizeit. Also Great Barrington ist total toll zum Wandern, zum Ausfahren, zum Beispiel nach New York oder Boston. Es gibt viel zu entdecken, viele süße kleine Städte. Wir hatten dort halt nur ein bis zweimal die Woche frei und insgesamt 6 Wochen Ferien. Davon habe ich irgendwie jede anders genutzt, war noch schon vorher festgelegt und war zum Beispiel in New York mit anderen Freiwilligen. Ja, das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, das Land kennenzulernen, aber auf jeden Fall auch genügend Zeit für. Ich habe tatsächlich damals einen Blog gemacht. Blog ist eine gute Möglichkeit für die Förderer auch und so fürs Nachhinein. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne mal raufgucken. Da steht auch noch ein bisschen von damals, wie ich meine Spenden so zusammenbekommen habe. Vielleicht kommt ihr ja da eine Idee her. Und ich kann euch nur ans Herz legen, dass es eine Erfahrung ist, die ich nicht bereue. Ich fand es total cool und es hat mir fürs Leben viel gegeben und finde es sehr wertvoll und werde da noch lange dran zehren. Vielen Dank an dich, Nathalie. Und man kann sich einfach total gut deinen Alltag da vorstellen. Und wichtig nochmal fand ich auch, sich klarzumachen, dass diese auf den ersten Blick langen Arbeitszeiten in den Camping-Communities eben nicht im Arbeiten in dem Sinne, wie als würde man jetzt in der Schule unterrichten oder im Büro sitzen oder irgendwie in der Fabrik sind, sondern eben, dass es ein gemeinsames Leben und Arbeiten ist. Das macht diese sozialtherapeutischen Stellen einfach so besonders. Ja, und dann sehe ich noch die Frage von Paul gerade. Wie viele Einsatzstellen nimmt man normalerweise in die Favoritenliste auf? Das ist tatsächlich noch nicht begrenzt und dabei unterstützen wir eben auch gerne. Können auch ehemaligen Berichte zuschicken oder eben zu unseren Begleitern dann verbinden, die die Stellen alle persönlich kennen, alle schon mal dort waren. Ah ja, noch eine Frage zum Zeitpunkt der Bewerbung, wann man sich am besten bewerben sollte. So circa ein Jahr vorher ist man auf jeden Fall dann unter den ersten Bewerbern. Dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man auf jeden Fall von seinem Wunschprojekt in der Auswahl berücksichtigt wird. Natürlich können wir nicht versprechen, dass man dann von seinem Wunschprojekt auch die Zusage kriegt, weil die Ansprechpersonen vor Ort ja eben selbst entscheiden. Die können ja selbst auch am besten einschätzen, wer zu der Einrichtung passt. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Stelle in der Sozialtherapie einen interessiert oder in der Heilpädagogik, da sind immer sehr viele Plätze frei und die freuen sich so über Freiwillige und brauchen so viel Unterstützung, dass man da dann ziemlich sicher eine Zusage kriegt, wenn man sich früh bewirbt. Während halt Schulen, Kindergärten, je nachdem, manchmal speziellere Anforderungen stellen. Ein Zitat zum Thema Spracherwerb, was bestimmt auch viele sich fragen, was mache ich denn, wenn ich die Landessprache dann noch gar nicht kann am Anfang? Kann ich dann mich überhaupt für so eine Stelle bewerben, zum Beispiel im spanischsprachigen Raum? Das ist nochmal zum Thema Spracheaneignung. Ich danke euch auf jeden Fall alle, dass ihr jetzt auch bis zum Ende dabei geblieben seid und euch die tollen Berichte angehört habt. Und es kommen natürlich oft dann auch noch Fragen im Nachhinein auf. Und dann kann ich einfach nur ermutigen dazu, sich am besten telefonisch an uns zu wenden. Wir sind also im Allgemeinen montags bis freitags zwischen 9 und 16.30 Uhr oder auch 17 Uhr, je nach Tag, erreichbar. Ihr Lieben, dann, wenn soweit jetzt gerade keine Fragen mehr sind, dann würde ich für heute unser Webinar beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und Orientierung gegeben und vor allem euch motiviert, dieses Abenteuer zu wagen. Traut euch, bewerbt euch gerne bei uns, fragt uns nochmal telefonisch, wenn noch was offen geblieben ist oder per E-Mail. Okay, dann sage ich Tschüss und bis bald.